Oh ja. Sieht ja eigentlich nur, dass es sauber ist, von Wänden her, heller. Selina, hier hat die Omi geschlafen, wo sie so klein war, bisschen größer, 4 Jahre größer wie du, ne? Hm? Ihren Weg als Schwimmsportlerin hat sie in der Spartakiade-Bewegung begonnen. Und auf diesem Weg hat sie auch immer etwas für ihre Leidenschaft getan. Für das Sammeln von Stoff- und Plüschtieren und Medaillen. Sie ist ein Jahrhunderttalent, Kornelia Ender aus Bitterfeld. Sie ist gerade 13 Jahre alt, als sie in München 3-mal Silber holt. Ja, unsere Mädchen müssen sich shooten, wenn sie hier auf dem Treppchen stehen wollen. Kornelia Ender kommt, sie attackiert noch einmal, kann sie heranschwimmen auf einen Medaillenplatz. Das wäre eine fantastische Leistung. Kornelia Ender, ein fantastisches Finish, attackiert auch Weideli und holt wahrscheinlich die Goldmedaille. Nein, doch Silber, aber Silber. Главная претендентка на золото, безусловно, Kornelia Ender. Представительница Германской Демократической Республики, которая владела мировым рекордом на этой дистанции. Две представительницы ГДР первыми проходят поворот. И вы слышите голос комментатора. Секундомеры на финише фиксируют новые мировые олимпийские рекорды. 55,65 секунды. Подруга Kornelia по команде Петра Пример финиширует второй. Энит Бригитта из сборной Нидерландов выигрывает бронзу. Kornelia Ender истинная героиня Олимпиады в Монреале, поскольку она выиграла 4 золота, победив с мировым рекордом и на дистанции 200 метров. Также мировой рекорд установила на дистанции 100 метров баттерфляем. И затем помогла своей сборной выиграть эстафету комплексным плаванием, где также был зафиксирован новый мировой рекорд.